nichts. Jetzt vielleicht Müller, Tor! Tor von Müller! Der Müller macht's! Pfaffershofer. Versuchen Sie sich den Gegner zurechtzulegen. Migalke, Tor! Tor von Migalke! Gab's noch gar nichts. Jetzt vielleicht Müller, Tor! Tor von Müller! Der Müller macht's! Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen anders von der Spielgestaltung her, Jim Patrick Müller. Es ist ein insgesamt siebtes Saisontor, das Wichtigste natürlich. Eine klasse Flanke war es. Dombrowska, super, der hat fast Zentimeter genau. Und Müller mit dem Hechte. Die erste kleine Unsicherheit. Und es wird sofort reagiert. Auf Seiten der Elversberger. Dobrosch geht. Und Österhelwig kommt. Flanke! Piller, Pfaffershofer. Versuchen Sie sich den Gegner zurechtzulegen. Migalke, Tor! Tor von Migalke! Oh, das freut mich jetzt für den Sascha Migalke. Der hat sich ja fast wund gelaufen schon, Tobor. In den fast 64 Minuten. Und da ist er dem Kehl Gomez einmal entwischt und sofort hat er das Tor gemacht. 2:0. Sehr schön von Piller durchgesteckt. Es ist kein Abseits. Und Migalke braucht eine Torgelegenheit. Ein einziger reicht ihm, um den Treffer zu machen. Hier, Fuß von Grech ist dazwischen. Leandro und Migalke sagt: Jimmy, geh du zum Regenbogen und ich mach das Tor. Müller ist Herzegratulant. Jim Patrick Müller und Sascha Migalke, die zwei. Innerhalb von 4 Minuten hat die Spielvereinigung Unterhaching hier den Gegner weichgeklopft. Unterhaching 2-0. Danke. Bitte.
Müller. Bauer. Ja! Tor! Und was für eins! Steinherr! Dafür muss er Bonusmeilen bekommen, liebe Zuschauer. So wie der durch den Strafraum geflogen ist. 1,70 Meter. Und dann ist er nicht Steinherr, dann ist es Steinherr, wie er da durchfliegt. Schauen Sie sich das an. Das ist ja sensationell. Wo steht denn der Handle da? Ach, herrje. So wichtig. Gebraucht, bis er wieder zurückkommt. Und jetzt ist er wieder da. Und das war eine Fluganlage par excellence von ihm. 3:0. Das ist jetzt schon eine richtige Klatsche. Und die Spielvereinigung gewinnt 3:0 gegen Elversberg. Teil 1 der Relegation.